Das klingt wie ein Zombie. Brain. 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 Okay, du sagst, wann du bereit bist und dann presse ich Space. Ich bin bereit. Okay. Mann, das hat was von Absicht. Deswegen hast du noch nicht gepresst. Okay, bereit? Warte. Ja, bereit. Was? Ich weiß nicht. Ach, weißt du, ich würde sowieso jetzt ein paar Mal loslachen, wenn ich machen muss. Ja, so wie ich musste an diese Stelle denken, wo ich letztes Mal das vorgelesen habe und du die ganze Zeit irgendwie der Sache begreifen musstest. Ja, ich musste, ich. Keine Ahnung. Ah, oh, damn it, das muss ich. Safe State neu laden. Nee, ich muss muten. Damn. Also. Hätte ich einfach Windows muten können? Nein, Mann. Dann höre ich ja dich nicht mehr, Mann. Ja, es. Nicht Skype, den Emulator, faggot. Nee, den brauche ich ja nur. Okay, also. Oms. Okay. Okay, also jetzt. Reactus. Synchronsprecher haben eine Menge Spaß, bin ich mir sicher. 100 Pro. Okay, also. Los geht's. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite vor. Ich kann nicht mehr. Ich wusste einfach, was kommen wird. Mann, ich war voll drin. Hab schon die ganze Zeit die Hand vor der Fresse. Ich so, ich lies meinen Text oben, schreite voran und dann sich Champ. Der Champ! Champ war das. Mann, wir hätten nicht drüber reden dürfen, damit. Alter, bricht die Aufnahme nochmal ab und mach nochmal von vorne. Na, Mann, hat der, Part der hat unnötig Überlänge sonst, oder? Ah, nee. Okay. Okay, noch einmal. Take two. Mhm. Kann ich trotzdem? Okay. An sich kann die Textbox doch schon dastehen, oder? Aha. Ach, egal. Ja, kann sie auch hier. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung. Mann! Okay, ich lass das Kockgesauge einfach weg. Es gab einen von. Das macht's besser. Hä? Das hat sich jetzt schon in meinem Kopf eingebrannt. Damn it! Okay, nee, ich muss mich jetzt einfach, einfach zusammenreißen. Puh, okay. Ja. Vor allem du. Damit scheiße, stimmt, ich muss mich zusammenreißen. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer. Was? Mann. Verzeihung. Okay, das ist jetzt Take 4. Jetzt aber. Ich stell mir vor, wie für jeden Take, den man extra braucht, die Synchronsprecher weniger Gage bekommen. Wir würden pleite gehen. Ja. Wir müssten den draufzahlen. Okay, nimm die Maus weg. Starke Pokémon, schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen.
wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran. Der Champ wartet. Der Champ? Es gibt nach der Top 4 noch den Champ. Hast du das nicht gewusst? Nein, ich dachte mal mit Champ, wenn man die Top 4 besiegt hat. Nun ja, als der Aufrichtige damals die Pokémon-Liga verlassen hat, rutschte die Top 4 jeweils um 1 nach oben. Die Nummer 4 wurde Champ. Die Nummer 3 wurde Nummer 4. Nummer 2 wurde Nummer 3 und so weiter. Und dann warst du Nummer 3? Nein, meine Großmutter Agathe war Nummer 2. Doch sie ist zu alt zum Kämpfen und hat mir den Posten überlassen, als ich mich bei der Pokémon-Liga als würdig erwiesen habe. Sie trainierte Geist- und Gift-Pokémon, während ich mich auf Unlicht und Gift spezialisierte. Unser ähnlicher Kampfstil überzeugte auch den Champ, mich aufzunehmen. Und dieser Champ, wer ist das? Nun, das musst du selber herausfinden. Deshalb bist du doch hier, nicht wahr? Ja, stimmt. Na gut. Danke für die Info. Viel Erfolg. Danke. Damit, ich sehe die Aufnahme nicht. Was? Ich sehe Sincero als weiße Silhouette und irgendwie... Ja, okay. Hintergrund. Warte. Aber egal, wir haben es geschafft, ohne irgendwie auszuticken. Ja, kein Thema. Ich lasse es kurz neu. Sound. Mute. Wobei, nee, hier kann ich schon wieder entmuten. Jetzt kommt der Kampf, Alter. Oder? Ja, zuerst noch das Gespräch mit Siegfried. Mhm. Damit wir das 100% im Sack haben und dann kommt der Kampf. Okay, machst du dann noch eine extra Aufnahme dafür? Für den Kampf? Ja. Ja. Okay, also brechen wir die dann nach ab, ja. Ja, sobald ich die Aufnahme habe. Weil ich habe Angst, dass das hinterher vielleicht zu sehr asynchron wird. Mhm. Okay, das heißt, ich gehe rein, ich sage nichts beim hinlaufen. Du könntest kurz bevor du da bist sagen, ist das nicht? Hm. By the way, die Übertragung ist scheinbar stehen geblieben. Oh ja. Weil ich sehe Loaded State 8 und einen schwarzen. Das war das Problem, genau. Ja. Warte, ich beende und starte nochmal neu. Irgendwie hat das in letzter Zeit voll die Probleme, sobald wir in einen anderen Bereich betreten. Ja gut, vielleicht wegen dem weißen Flash. Dass dann irgendwie, keine Ahnung, die Karte sich da aufhängt. Okay, geh mal dann rein und wir machen das jetzt. Ja, also ich sag dann, dann sage ich ein bisschen einfach nichts und geh. Entweder das oder wie gesagt, du kannst ihn schon von Weitem erkennen und sagen, Moment mal, ist das nicht eventuell. Okay, und du fängst ja dann mal, also er sagt ja auch, ich habe dich erwartet, Sincero. Ja, ich habe dich erwartet, Sincero. Okay, und dann lesen wir auf den Text vor. Schön langsam, nicht übertrieben. Ja. Schön langsam, gechillt, geduldig. Puh, okay. Dammit. Krass, wie du dich beim Korkgesauge übrigens beherrschen konntest. Ja. Musste sein. So, okay, bereit? Moment. Du kannst es sehen? Ich kann es sehen, ja. Okay. Moment, ist das nicht... Ich habe dich erwartet, Sincero. Siegfried, du bist der Champ? Na, was für eine Überraschung. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Wieso lässt du mich so im Dunkeln tappen? Ich verlange Antworten. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Soll mir recht sein, Siegfried. Hiermit fordere ich dich heraus. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an.
Warst du nicht ein bisschen zu schnell? Ja, kann gut sein. Ich, du hast mir, zu mir gesagt, wir sollen ruhig lesen. Ja, du hast gedoubletimed. Das Ding war halt, ja gut, ich habe in Sinceros normalem Ding gesprochen. Ja, okay, aber das, er ist ja ein Rapper. Das andere Problem war, dass man den Beat doch noch hört. Der Muter hat. Ja, deswegen habe ich es. Da eh unsere Musik zu hören sein wird. Eben, ja, aber ich dachte, ich, weil es. Weil wenn ich halt mute, dann hört man nicht dieses Bing, Bing bei den Texten. Sobald du durchgehst, kannst du dann noch rumlaufen eigentlich? Ja, ja. Ich habe mich dann nochmal umgedreht, quasi so eben, um zu erschrecken. Ich wollte sagen, Alter, das ist ja ziemlich geil, weil so könnten wir theoretisch Zeit stallen. Falls, ja. Weil ich könnte eine Stoppuhr laufen lassen nebenbei. Ja, gut. Es ist halt die Frage, was meine ich könnte natürlich einen Monolog führen oder mit Ivan reden, bis ich oben bin. Ja, aber nee, das macht die Atmosphäre des Trucks kaputt. Eben. Eventuell könntest du halt erwähnen, dass du Drachenstatuen siehst. Und ich habe jetzt hier halt eine Stoppuhr parat. Also, ich will das da reingehen. Ja? Wir können ja kurz nochmal den. Bleib, ja? Also so, dann geht die Tür zu. Ich drehe mich um. Sehe wieder nach vorne. Und dann gehe ich halt langsam hier hoch. Kann halt sagen, das wird auch ein bisschen. Dann stehe ich halt hier. Und dann sage ich halt das, was du gemeint hast, von wegen, ist das nicht. Und dann gehe ich hoch und dann bin ich da. Ja. Wenn du willst, wir können ganz kurz jetzt den Text durchgehen. Und ich stoppe, wie lange das dauern wird. Ja, ist okay. Okay, du hast deinen Text, ja? Also ich drücke und kurz danach fange ich an, ja? Den Text, ja, ist okay, hab ihn ja. Okay. Ich habe dich erwartet, Sincero. Siegfried? Du bist der Champ? Na, was für eine Überraschung. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Wieso lässt du mich so im Dunkeln tappen? Ich verlange Antworten. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Soll mir recht sein, Siegfried. Hiermit fordere ich dich heraus. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Anhalten. 45 Sekunden. What the fuck? Okay, gut, dann geh ich einfach durch. Dann bleibt keine Zeit, um die Deko zu bestellen. Genau. Ja, dann werde ich einfach stumm mich umdrehen, quasi weil die Tür zu ist, und drehe mich um und gehe halt einfach stumm nach oben. Genau. Ja, gut. Wenn wir ein bisschen schneller machen, dann kommen ja 40. Ja. Du musst das laufen. Und wie gesagt, ich kann ja den Track anpassen, wann er startet und so. Genau. Oder du rattest die Zahlen einfach in Double Time runter. Was? Ja, genau. Okay. Okay, los geht's. War Bene. War Bene. Bene, Tomaten. Tomaten, Bene, wo? Da. Toll, ey, ich wär Picklands an Sincero Stelle. The Champ. Lance? Oh, oh, oh. No, it's not Lance. It's impossible. Oh. Who are you? Oh. I'm not Lance. I'm Cell. Oh. I'm not Lance. I'm Cell, your brother. Oh. Und gleichzeitig irgendwo in einem Berg in der Gate. That power. That power, it must be the Dragon Tamer. Toll, Shenlong hat voll die Panik vor Lance. Genau, Shenlong so. Son Goku im Traum. So, that power. Stimmt. Typhlosion, where are you? Goku ist eigentlich der Einzige, der nicht macht. Stimmt, er macht nur. Hä? Ja, gut, er macht das. Genau, stimmt. Toll, nachdem Shenlong von Lance erfahren hat, macht Shenlong sich auf die Suche nach den 7 Ringballs. Okay, können wir loslegen? Sure, bro. Okay. Oh,
Also. Warte kurz, gemutet habe ich hoffentlich. Nee, nicht mal. Mute. Es ist noch super. Es ist noch super. Warte, wieso ist das nicht eingeschaltet? Aber ich gemutet habe. Ah, jetzt macht das Sinn. Also, das Gespräch mache ich jetzt nochmal. Ich gehe jetzt ins Gespräch, okay. Also. Also, ich gehe jetzt einfach nur durch und dann Text herunterrasseln. Genau. Bereit? Bereit. Ich habe dich erwartet, Sincero. Siegfried? Du bist der Champ? Na, was für eine Überraschung. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Wieso hast du mir das nicht gleich gesagt? Wieso lässt du mich so im Dunkeln tappen? Ich verlange Antworten. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Soll mir recht sein, Siegfried. Hiermit fordere ich dich heraus. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Dun, 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 So, load game. Kein Moment ist das nicht? Kein Moment ist das nicht? Was? Kein Moment ist das nicht? Aha, nein. Okay. Egal. Können ja viele Typen mit Cape sein. Eben, am komischen Weg kennt man sich ja Vegeta sein. Wenn der König Vegeta sein. Hat auch kein Okay. Bart. So, also jetzt muss ich kurz überlegen. Sound nur die vier. Oh gut, erstmal auf einem abbrechen. Stopp.